Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Und wir wollen mal gucken, woher kommt diese geisterhafte Stimme wieder? Da ist sie ja. Sie schwebt. Ist sie wirklich ein Geist? Mir ist unheimlich. Ich gehe weg. Palus Reich. Wow. Ihr Schüler hat sich selbst um Ordnung und Sorgfalt in seinem Zimmer zu kümmern. Warum wir reingehen, weil ich mich auch gerade. Einfach nur schauen. Ernsthaft, der hat mein Bild auf den Sandsack gepackt. Sieh nur, was du getan hast, Balus. Fix und fertig mit der Welt, der Arme. Es ist ganz allein deine Schuld, dass Zelda verschwunden ist. Mal sehen, wie reagiert er denn? Zelda, daran bist ganz allein du schuld. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Ja, und dann ist es wohl... Und das ist wohl an mir. Zelda aus ihren misslichen Lage zu retten. Warte nur. Wow, seine Haare richten sich nach seiner Stimmung. Mal sehen, ist da irgendwas Interessantes drin? Du sollst besser nicht in den... in anderen Leuten Schränken stöbern. Wollte nur schauen, ob da auch was Negatives über Film und mir drin ist, über mich. Wie geht's denn eigentlich meinem, ja, Raumnachbar? Ja, Gruß. Wie konnte sie da nur von ihrem Wagenvogel fallen? Sie war doch so eine gute Reiterin. Tja, ein Tollpatsch wie ich kann da nur hoffen, dass ihr nichts passiert ist. Die Toilette. Ich frag nicht. Dann auf. Hier ist geschlossen. Nachts kommt hier. Kommen hier sonst gefährliche Ungeheuer herein. Es gibt hier Ungeheuer. Wenn du nachts nach draußen willst, nimm die Tür im ersten Stock. Ich sehe dir an, dass du dich auf die Suche nach Zelda machen willst. Aber hier im Wald geht nachts eigentlich niemand vor die Tür. Kann ich mein Schwert nicht mehr hier rausholen? Sie schwebt mir davon. Bleib hier. Noch ein Ballzimmer. Abgeschlossen. Zeldas Zimmer. Abgeschlossen. Ach du! Ich kann nicht glauben, dass Zelda durch die Wolkendecke gestürzt ist. Sie ist doch eine so gute Vogelreiterin. Ein Ungeheuer? Du bist sicher, dass du nicht nach unserem... dass du noch unter Schock stehst? Ja. Mal sehen, wen haben wir denn hier noch alles? Nein, mit dem Lehrer will ich nicht sprechen. Mit dem Meister will ich auch nicht sprechen. Dann... Wohnviertel, Dorfplatz, Ritterschule, nix. Hit!
Autsch. Oh, das Kätzchen. Hat er die scharfe Krallen irgendwie bekommen? Muss ich mal die Krallen ein bisschen... Böses Kätzchen. Ganz böses Kätzchen. Hallo, Joy-Con. Joy-Con. Endlich. Oh, es will doch nur spielen. Wow. Link schaut so interessiert, während es eigentlich das Gesicht zerkratzt. Und da. So. 20 Rubine. Und da fliegt es wieder hoch. Eilung, bevor es wieder da ist. Bleib hier. Hat die Taste gedrückt. Böses Tierchen. Böses Tierchen. Ach, diesmal schon mal jetzt nicht runter. Dafür sind wir die Joy-Cons zu nervig geworden gerade. Einmal hier rauf, zweimal hier rauf, dreimal hier rauf. Diesen Grundkurs nur gemacht, um zur Stadt der Göttin zu kommen. Da der Haupteingang zu ist. Jetzt bist du... Hey! Es leuchtet. Da waren noch Fledermäuse. Wie sieht die Statue jetzt ein bisschen unheimlich aus? Da ist zu. Immer gut merken, hier ist zu. Statue der Göttin. Da ist auch noch ein Schwert. Und du wieder. Ich hab dich erwartet. Dich den von der Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich konnte von jenseits der Zeit aus dieser einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal aufzutragen,
Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm das Schwert in die Hand, mein Gebieter, Kido. Ein geheimnisvoller Traum, mein heutiger Schein, die Angst und Sorge um deine Freundin. Während ich deine Lage analysieren, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zelda, Leben ist nicht verloren. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir dem Gebieter des Schwertes folgen. Zieh es nun heraus und strecke es himmelwärts. Okay, ich überlege mir doch, ob ich das Schwert nehme. Die Göttin erhebt ein Schwert. Oh, es ist nur ein Bild davon. Ja, statt rauszuziehen, wie wär's mit einfach mal? Nein. Das war eine Stelle, die man im Original auch nicht mochte. So. Bewegungssteuerung ist das Schlimmste zwar. Aber es kann schlimmer sein. Es gibt Schlimmeres, ja. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt von heiligem Licht der Göttin. So ist's gut, Gebieter. Mein Gebieter. Kido. Kann es denn sein, dass du es bist, Kido? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwerts betreten wird? Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht. Von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. So begann vor einiger Tage das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. So ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Und Fall sagt, die mündliche Überlieferung der Menschen sind zu unverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahne empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen.
Erwählt von der Göttin, der Jüngling, der zieht das Heilgeschwert und über das Gebiet ein starker Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwertes, überwindet die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der Heiligen Maid das Land erleuchtet. Zelda. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Nein, das kann nicht sein. Vom Erdland, das Wolkenmeer ist ja der Himmel. Der kann nicht größer sein als das Erdland. Theoretisch. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihre Aufgabe zu vollenden, um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst ins Erdland gehen. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Die kann zaubern. Die kann Steine bald zaubern. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf den Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragda behalten. Sie ist aus schweren Steinen gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Es ist ein etwa wertvoller Edelstein drin. Gebieter, richte nun den Himmelstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelstrahl steht außer Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gegen den Himmel streckst. Schwing dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald du den Himmelstrahl aufgeladen hast. Mist. Really? Okay, mit anvisieren diesmal. Endlich. Geschafft. Und jetzt hier reinpacken, oder? Erstmal reden wir mit dem Vater von Zelda. So viel unglaubliche Dinge sind gerade geschehen. Vielleicht solltest du den Ratschlag beherzigen und sehen, was noch geschieht. Wow. Ja, mal aus der Hosentasche geholt. Von woher kam der Strahl? Ein grünes Licht erscheint. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen können. Nun hat sich die Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkläre dich als rechtmäßiger Bieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke unten, um mich zu rufen. Kito, ich weiß nicht, was mit dem Schattengröfer gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Kiddo. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir selber zu retten.
Beweis mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich. Das ist nicht schwierig. Ich werde es schaffen. Ich will nicht. Ich werde das schaffen. Ich will dir glauben. Hab Dank, Kiddo. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern solltest du deine Reise nicht antreten, Kiddo. Da du die Frühreise dazu bestanden hast, hab ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Und nicht vergessen, das ist von der Timeline das erste Zelda. Und da ist es auch. Das Heldengewand. Oder wie es hier ist, eine normale Ritterrüstung. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Kiddo. Pass auf dich auf. Und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Sollst du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich will dafür, dass meine Tochter gut geht. Okay, dann einmal kurz hier reinschauen. Oh, nichts zu finden, nichts Brauchbares. Kiddo. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe von Ritter erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. 4 Plätze haben wir. Das ist eine Abenteuertasche. Da drin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in deiner Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild und ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Kiddo, ich glaube ja, ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Ein Stuhl. Und dann gehen wir mal hier vorbei. Und was hast du zu sagen? Wie? Du bist als einziger mit guten Noten belohnt worden? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Noten kriegt man... Ach, egal, das brauche ich hier nicht erklären. Er verschwindet Zelda, dann bekommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer heraus. Und an allem bist du allein. An allem dem bist du alleine schuld. Ja, ist ja nicht so, dass Zelda sowieso entführt worden wäre wahrscheinlich. Die guten Noten habe ich ja alle im Lotto gewonnen. Und Bardo kommt ja aus seinem Zimmer, weil er sowieso kein Versager war. Oh. Oh. Kiddo, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert. Aber ein Schild brauchst du auch. Nimm das hier. Ein Schild erhalten. Wollen wir doch keins kaufen. Es ist leicht zu handhaben, aber hält aber nichts viel aus und brennt leicht. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben. Hält aber nicht viel aus, außerdem kann er Feuer fangen. Wenn dein Schild zerstört wird, kannst du dir im Bazar einen neuen kaufen. Du hast mir gerade ein Schild geschenkt und sagst, wenn er mal kaputt geht, kommt ja aber einen neuen.
mir bedeutet gerade viel. Ich habe ihn extra von dir erhalten, Meister Totus. Ja. Du kannst den Schild ausrüsten, indem du R gedrückt hältst und den gewünschten Schild auswählst und R wieder loslässt. Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Schild umgehst, frag am besten den Schwertmeister in der Übungshalle. Er kann es dir sicher beibringen. Das. Ey. Okay, ich war ausgerüstet. Hey. Kido, der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mache mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht, wie sehr viel darüber, aber dein Schwert hier stammt nicht aus dem Wolkenhort. Doch, er steckte im Sockel bei der Statue der Göttin. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auserwählten Helden geführt werden kann. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Hey Kido, ich kann nicht viel über für dich tun, aber es gibt da noch eine Sache, die ich dir zeigen kann. Und zwar die Kunst der Abwehr. Na, das ist Neuland für dich, nicht wahr? Beginnen wir mit den Grundlagen. Falls du mal arg in diese Devise steckt getrieben. Die Werte getrieben wirst, sollst du dich unbedingt mit deinem Schild schützen. Um ihn wieder zu senken, zieht wieder dein Schwert oder drück B, um so hohe Schild als auch Schwert wegzustecken. Denk hier dran, dass dein Verteidigen, also Verteidigung aufgibst, sobald du dein Schwert schwingst. Sei da also vorsichtig. Versuch dies als erstes. Wow. Ah. So. So. Die gehen mir auf die Nerven. Wie? Du willst noch. Tipps. Du willst also Tipps zur praktischen Anwendung. Nicht leichter als das. Nutz dein Schild und halt ihn dem Feind entgegen, wenn er dich angreift, um ihn zurückzuschlagen. Mit dem Schildattacke kannst du ihn für eine lange Zeit aus Gefecht setzen und dir einen Vorteil verschaffen. Gegner, die mit Wurfgeschossen angreifen oder Gegner ohne einen klaren, ersichtlichen Schwachstelle, kannst du so leichter besiegen. Das richtige Timing ist das A und O im Umgang mit dem Schild. Du kannst dem Schildstamm nutzen, um das Timing so lange zu üben, bis du es perfekt beherrscht. Autsch. Ja, da sieht man, warum es auch Schildstamm heißt. Die Anzeige beim Schild ist die Ausdaueranzeige. Wenn man mal nicht abwehrt, so geht die ja runter. Und man sollte auch nicht zu früh die Attacke machen. Okay, genug geübt und das war's auch schon vom Heulenpart. Im nächsten Part werden wir einkaufen gehen. Euch noch einen schönen Tag und ciao.